Wir sind in der Nähe von Berlin, ja eigentlich im Speckgürtel von Berlin. Wir sind in Brandenburg und hier gibt es eine Firma, die heißt E-Rocket und die haben das schnellste Fahrrad der Welt produziert. So kann man zumindest mal sagen, weil man pedaliert ja mit einem Fahrrad und wenn man hier nicht pedaliert, dann fährt es nicht. Es hat keinen Gasgriff, es hat ein richtiges Motorradkennzeichen hinten drauf und es fährt gut und gerne um die 100 km/h. So viel habe ich schon gelernt und wir haben den Chef jetzt mal hier Vorstand. Ich weiß nicht ganz genau, du bist der? Ich bin der Markus, Markus Leder. Markus, was ist deine Aufgabe hier? Was bist du? Also ich bin der COO hier in der Firma. Ich verantworte die Produktion, ich verantworte die Qualität und ich verantworte auch den Einkauf hier. Ja, das Fahrzeug selber ist von der Idee her schon recht alt, muss ich sagen. Also in der heutigen Zeit ist ja alles sehr, sehr schnelllebig. Wenn du mal kurz mitkommst, es ist etwas ganz Besonderes, die Leute, die das sehen, und es gibt, ich sag mal, schon eine ordentliche Anzahl auf der Straße, aber im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland natürlich so gut wie gegen null. Es ist made in Germany und man muss wirklich treten. Sag mal, die kriegen noch einen Anfall, wenn die das sehen, oder? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man da einen Anfall bekommt. Aber wenn du das Motorrad anschaust, findest du keinen Gasgriff. Das heißt, unsere Steuerung, die Geschwindigkeitssteuerung, erfolgt über den Pedalantrieb und nicht über den Gasgriff. Und das ist der Unterschied. Es ist so, du sagst, dass also auch schon diese kleine Betätigung, es geht ja Faszien, es geht ja darum, dass man sich bewegt mit allem drum und dran, eine Sache ist, die man richtig spürt. Du hast was getan, das heißt, du musst treten, sonst fährt es nicht. Das ist richtig. Also man muss definitiv treten. Man sieht ja hier im Pedal und man sieht auch den Riemenantrieb und vorne in der Trommel. Da ist ein kleiner Motor drin, der wie ein Generator wirkt. Und der gibt dir dieses Gefühl, ich trete gegen einen Widerstand. Das heißt, du fühlst dich zwar wie auf dem Fahrrad, aber lang nicht mit dieser hohen Belastung, wie du beim normalen Fahrradfahren hast. Du bist auch viel schneller, du bist auch von der Beschleunigung schneller. Du kannst im Straßenverkehr auch sehr bequem mitschwimmen, ohne ein Hindernis zu sein. Das ist ja bei vielen, ich sag mal, Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen ein Riesenproblem. Die dürfen dann nur 45, 50 fahren und da fühlen sich die Leute sehr stark bedrängt, oder? Das ist richtig. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometer. Das heißt, ich kann immer reagieren. Ich schwimme im Verkehr mit, ich komme mit, ich habe auch Reserven, wenn ich sag mal, nur mit 60 dahin schwimme und habe aber eine, ich sag mal, eine kritische Situation, dann kann ich einfach beschleunigen und ich bin bis zu 90 Kilometer schnell. Und das ist, was dem Fahrzeug hier die Sicherheit auch gibt. Die, ich sag mal, Leute, die bei euch Probe fahren, wollen es meistens kaufen, wenn man das so sieht. Stell dich mal kurz daneben. Deine Größe heute, wie groß bist du? 1,73 bin ich. 1,73. Und das ist ein ausgewachsenes Motorrad. Es wiegt aber nur 120 Kilogramm. Das ist ja schon eine Meisterleistung, oder? Das ist absolut. Kommt daher, da wir hier einen Aluminiumrahmen haben. Also, das ist Aluminium. Wir haben Aluminiumschwinge. Wir haben Carbonteile. Wie du siehst hier, der Fender ist aus Carbon. Hier haben wir jetzt eine normale Box aus Kunststoff, aber wenn du hier zum Beispiel auf diese schaust, haben wir auch hier, die Box ist auch aus Carbon. Das heißt, wir verwenden hochwertige Leichtbaumaterialien in dem Fahrzeug, die sich natürlich im Gewicht auch bemerkbar machen. Echtes Carbon? Echtes Carbon. So, und das heißt, die Entwicklung hier, da müssen ja auch Teile gefertigt werden, müssen Formen gemacht werden, es müssen Lieferanten gefunden werden, die das auch ordentlich können. Ja. Das Ganze geht jetzt in eine Phase rein, wo ihr die Stückzahlen jetzt erhöht. Das heißt, in Deutschland, wir sind ja nun mal in der Bundesrepublik Deutschland, eine Zulassung zu kriegen, TÜV, DEKRA und so weiter, fast unmöglich. Wie ist es euch gelungen, das Fahrzeug wirklich, ich sag mal, zulassungsfähig zu bekommen? Naja, die Sache ist die, dass wir natürlich auf hochwertige Qualität setzen. Wir haben auch, ich sag's mal, Bremsanlage, alles das, was die Sicherheit des Fahrers anbelangt. Dort sind wir natürlich mit Produkten unterwegs, die zertifiziert sind, die eine Zulassung haben und mit dieser Zulassung der einzelnen Teile, die sicherheitsrelevant sind. Damit haben wir natürlich auch diese Einzelzulassung beim Kraftfahrzeugbundesamt erreicht. Es gibt Länder, bei denen ist ein Motorrad mit Pedalen nicht zu bedienen. Also die Schweiz zum Beispiel, ich sag mal, da ist das nicht ganz so easy gewesen. Die haben sich mittlerweile der Sache angenommen. Ich sag mal, und wie war das in Deutschland, als ihr das erste Mal vorgestellt habt? Ja, das kennst du wahrscheinlich nur aus Geschichten, ja, beim allerersten Mal. Die Leute haben euch wahrscheinlich für vollkommen verrückt Ja, erklärt. natürlich. Also jeder, den wir dieses Motorrad im Endeffekt sag mal, versuchen zu erklären, der hält uns erstmal für verrückt, der kann es nicht glauben. Speziell ist immer die Aussage, ja, das ist ja wie ein Fahrrad, für was brauche ich denn treten? Ich will Motorrad fahren.
Aber jeder, der auf dem Motorrad oder auf dem E-Rocket sitzt und einmal damit gefahren ist, der steigt mit dem Grinsen runter, weil du einfach über deine körperliche Betätigung durch das Pedalieren, du hast ein Gefühl, du tust aktiv das Fahrzeug in der Geschwindigkeit steuern. Das hast du beim Elektromotorrad, wo du einen Gasgriff hast, wenn du den aufmachst, hast du einfach eine vorgegebene Geschwindigkeitszunahme. Das hast du dort einfach nicht. Die beschleunigen zwar massiv, aber diese, ich sag mal, bewusste Geschwindigkeitsregelung. Du wirst eins mit dem Motorrad. Genau. Und das ist das, was die Leute auch so begeistert, weil sie aktiv auf der Landstraße ein bisschen stärker pedalieren und dann am Auto vorbeiziehen. Und das macht einfach Spaß. Das ist auch, ich selber bin Motorradfahrer. Das ist das, was mich begeistert hat und was dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, Mensch, das Unternehmen, das unterstütze ich auch hier. Es ist so, ja, ihr habt, ich sag mal, eine Aktiengesellschaft, man kann sich bei euch beteiligen, dazu kommen wir gleich nochmal drauf. Draußen haben wir noch weitere stehen, ich guck mal gerade, ob sie noch da sind. Nicht, dass sie schon in Berlin auf der AWO sind. Da steht zum Beispiel eine. Wir werden mal fahren, du bist der? Sebastian. Hallo Sebastian, du kennst das Produkt auch schon lange, oder? Genau. Wir haben wunderschönes Wetter heute, 29. April. Magst du mal fahren für uns? Ja, klar. So, wenn du mir mal kurz mal beschreibst, da ist es und du mal kurz mitkommst, sei mal so nett. Ja. Es ist praktisch wie beim Motorrad und doch ist alles anders. Genau, also ich bin eigentlich eher der Typ, der aus der Fahrradecke kommt. Das heißt, stell dir einfach vor, du steigst auf ein etwas größeres Fahrrad. Ja, es hat alles, was ein Fahrrad haben muss. Zwei Bremsen, ein Sattel, der ein bisschen größer ausgefallen ist. Genau, das heißt, du sitzt auch bequem drauf, oder? Auf dem Sattel? Ja, total. Du kannst aber auch deinen eigenen Sattel drauf machen. Ich frage mal gerade, also wenn ich jetzt einen Spezialsattel habe, ich habe so einen, also da ist hinten der Gesäßabstand ausgemessen, der passt, das würde gehen? Ja, das passt. Wir haben von der Sattelstange her sind wir auf Normmaß. Das heißt, Sie können sowohl die Sattelstange als auch den Sattel individuell auch, ich sag's mal, bei uns bestellen, aber Sie können ihn auch individuell im Internet kaufen und dann auch individuell draufbauen. Also da sind wir auch konform und können da dem Kunden im Endeffekt alles zur Verfügung stellen. Auch höhenverstellbare Sattelstützen in der Form gibt es, auch die können wir im Endeffekt mit einbauen. So, du hast jetzt ein bisschen was gemacht, da vorne ist ein Display mit dabei, Full-LED-Lampen natürlich mit dabei, Blinker, Wahnsinn, das ist zugelassen. Ja, die sind so klein, haben aber eine Wahnsinnswirkung, also wahnsinnig gut zu sehen. Ich würde sagen, das sind die kleinsten Blinker der Welt, die zugelassen sind. Ja, die hinten übrigens auch genauso gemacht. Das Ganze ist designmäßig schon ein absoluter Hammer. Zeitlos ist euch wichtig, oder? Zum einen zeitlos und zum anderen, vielleicht kennst du es ja noch, Reduce to the Max. Das hat ja schon mal einer als Werbebotschaft gesendet. Auch das ist so ein bisschen unser Anspruch. Das muss einfach schlicht, es muss schön sein und es muss zeitlos sein. Ich habe verschiedene Ansprüche auch vom Design her. Das Ganze darf auch ruhig ein bisschen peppig sein. Das hier ist so ein bisschen, das kenne ich noch von den Fox-Gabeln, die Kashima-Beschichtung so ein kleines bisschen. Aber es ist ein absolut funktionelles Produkt. Was ist zu tun, damit man losfahren kann? Ja, wir haben eigentlich zwei sehr, sehr wichtige Schalter. Neben der Hupe, die es natürlich auch hat. Ja, also wichtig, oder? Weil man dich ja kaum hört. Licht und Blinker und so weiter. Hier auf der rechten Seite. Hier haben wir einmal den Mode-Schalter, das heißt, wir können zwischen Sport, Eco und Normalmodus unterscheiden. Die kann man auch stufenlos, ohne zu kuppeln und ohne großen Aufstand zu machen, einfach durchschalten. Okay. Ich wähle hier mal auf dem Parkplatz den Eco-Mode und hiermit schalten wir die Pedale scharf. Ist ein Sicherheitsmerkmal, dass du mir hier nicht aus Versehen mal reinlatscht und das Motorrad oder das E-Rocket macht einen Satz. Deshalb funktioniert das nur, wenn ich die Pedale aktiviere. Und das mache ich jetzt mal. Mach mal. Was ist dann zu tun? Das heißt, du stellst sie hoch, die Pedale? Genau, ich stelle die hoch. Hurra, wir sind beim Fahrrad. Es gibt keinen Gasgriff. Es gibt keinen Gasgriff. Okay. Bleibe geistig beim Fahrrad. Und jetzt einfach losfahren. Bitte. Ich habe mich ja eben mal draufgesetzt. Ich konnte... Also binnen Sekunden war es bei mir drin, weil ich fahre ja Mountainbike. Also wenn du so ein bisschen Mountainbike-mäßig unterwegs bist, du kannst auch viel mit dem Körper machen, weil es so leicht ist, gell? Absolut. Auch die ganze Stabilisierung dieses Fahrzeugs kommt aus der Fahrradecke. Es ist also nicht wie beim Motorrad, dass sich das Fahrzeug stabilisiert über die Kräfte des Motors, des drehenden Motors, sondern wir haben hier im Endeffekt das Fahrradprinzip, sprich, man fährt eigentlich eine ganz kleine Schlangenlinie, die man aber nicht sieht, aber man hat ständig eine Verlagerung
des Gewichtes der Hüfte von rechts nach links. Und das stabilisiert das Fahrrad, beziehungsweise unser E-Bike hier, unser E-Rocket. Und deswegen können auch Leute, die im Endeffekt frisch diesen Führerschein gemacht haben, diesen 125er, den man Minimum braucht für unser Fahrzeug. Der B196. Genau. Die können sofort, die fahren hier 2 Minuten und sind damit sofort unterwegs. Und zwar sicher unterwegs. So, erhält mal ganz kurz. Es sind einige Dinge drin. ABS ist drin? ABS ist noch nicht drin. Wir sind gerade in der Integration von dem ABS-System. Es wird in Kürze kommen. Also wird es in Kürze geben? Ja. So, das ist ja auch wichtig, weil ich habe eben gesehen, er hat mal kurz gebremst, die Bremsanlage bremst, ja, mindestens so gut, wie das Fahrzeug beschleunigt. Absolut, absolut. Das ist Vorgabe außerdem des Kraftfahrtbundesamtes, dass wir hier zwei Bremssysteme haben müssen, zwei unabhängige Bremssysteme, vorne und hinten, die aber beide die Zulassung des Kraftfahrtbundesamtes haben. Okay, verstanden. Ja, Feeling muss man eigentlich erleben. Ich hole mal ganz kurz den Weitwinkel mal ein bisschen raus, dass man das, ich sag mal, korrekte Seitenverhältnis auch mal so ein bisschen sieht. Es ist ein erwachsenes Teil. Die Ergebnisse, du hörst ja nichts. Ja. Also das ist so eigentlich schon schwierig, gerade jetzt im Moment, wo es ja immer mehr Elektromotorräder gibt, die aber vom Prinzip her ja ganz anders funktionieren. Du hast einen Gasgriff, du gibst Gas und du bist eher sehr passiv. Mein Sohn ist 9, der hat ein kleines Elektromotorrad bei uns im Garten gefahren und meine Tochter hat es danach gefahren und hat sich komplett abgelegt, weil sie am Berg den Gasgriff gezogen hat. Ja. Also sie wusste nicht mehr, wie es ging. Das geht bei euch gar nicht. Nee, das geht bei uns überhaupt nicht, weil das Thema Fahrradfahren, das lernen wir relativ früh, als Kind schon. Und Fahrradfahren können wir einfach. Und deswegen funktioniert es auch. Man wird nie gezwungen, hier mit den Händen verschiedene Dinge zu tun, wie Kuppeln, Gas geben, darüber nachzudenken, warum rechts, links, sondern ich habe 2 Bremsen oben, wie beim Pedelec und beim Fahrrad. Und ich habe unten über die Pedalierung habe ich die Geschwindigkeitszunahme, wie im Endeffekt jedes Fahrrad hat. Ihr seid ja jetzt in Berlin ein bisschen unterwegs. Das ist auch eine tolle Testregion, weil wir haben 120 Kilometer Reichweite. Damit kommst du komplett in Berlin hin und her. Und was ist das Ergebnis? Ist das so, wenn du unterwegs bist, zum Beispiel auf der Autobahn, bauen die da irgendwelche Unfälle? Also, was mir immer wieder auffällt, weil ich so ziemlich, also ich fahre jedes Fahrzeug fahre ich ein. Und was mir halt auffällt, jeder dreht sich um, wenn ich auf der Autobahn Fahrzeuge überhole oder die mich überholen, die bremsen ab, die können es nicht fassen, dass ich pedalierend auf der Autobahn unterwegs bin. Vor 2 Jahren, vor 3 Jahren war es noch so, dass die Polizei auch kam, als wir pedalierend auf der Autobahn unterwegs waren. Mittlerweile... Da rufen nur Leute an und sagen, hier ist ein Fahrrad auf der Autobahn. Genau, genau. Ja. Mittlerweile sind wir bekannt hier, aber die Leute sind immer wieder erstaunt, halten an, gucken, fragen an der Ampel, was ist denn das, wie geht denn das? Und also es ist eine immense Faszination, die hier die Kunden oder auch die normalen Autofahrer im Endeffekt hier So, und da ist er. Spannend dabei ist, es ist ein ganz anderes Konzept, man muss das Konzept verstehen. Es ist Fun pur, also selbst gestandene Motorradfahrer sagen, die hole ich mir mal für die Stadt als Beispiel. Ja. Du hast eine Aufmerksamkeit, du hast kein, sage ich jetzt mal, typisches Stempelgefühl, das du aufgedrückt kriegst, sondern das ist was ganz Neues, eine ganz neue Klasse. Absolut, also man geht nicht als Motorradfahrer durch, sondern es ist was ganz was Neues. Es ist, ja, man sagt immer so schön disruptiv. Ja, das macht's aus. Die Leute sind begeistert, wenn ich in Berlin hier, ich sag mal, Kurfürstendamm oder so, die bleiben alle stehen. So, komm, wir holen ihn mal ab, dass wir das mal sehen. Ist schon mal eine geklaut worden, ich frag mal so, oder gibt es da Diebstahlschutz? Natürlich, wir haben den Diebstahlschutz, auch das ist eine Vorgabe von der DEKRA, also für die Zulassung. Wir haben ein Lenkradschloss wie jedes Motorrad. Insofern sind wir genauso sicher wie jedes andere Motorrad auch, aber man kann natürlich eine Kette oder so kann man immer noch dazu machen. Ja, das Schöne ist, ihr habt euch bewusst für eine Fahrzeugklasse entschieden, bei dem man keine Prüfung ablegen muss. Das heißt, der B-Führerschein, eine gewisse Fahrerfahrung, die man hat, das ist wichtig. Ab einem gewissen Alter kann man das machen, da macht man ein paar Fahrstunden, ein paar Theoriestunden, braucht keine Prüfung machen. Das ist richtig, Sie machen 5 Theoriestunden und 4 oder 5 Praxisstunden und dann haben Sie einen Führerschein ohne Prüfung. Ja, das ist wichtig. Und es fährt sich auch nicht wie ein Motorrad, sondern selbst, ihr habt mir erzählt, dass selbst Frauen, die ein bisschen kleiner sind, ein bisschen vorsichtiger sind, sagen, komm, ich gehe mal drauf und ganz begeistert sind. Ja, wir hatten gestern wieder eine Veranstaltung, wo wir Testfahrer hatten, die das Fahrzeug probiert hatten, unter anderem auch Frauen, auch kleinere Frauen. Und alle sagten, ja, nach einer Minute, eineinhalb, habe ich es raus und dann funktioniert es perfekt. Das ist ein bisschen eine Unsicherheit, aber so wie sie merken, das ist eine Stabilisierung wie beim Fahrradfahren, funktioniert alles.
Darf man darüber reden, dass es geplant ist, auch einen Zweisitzer zu bauen? Also ich kann darüber reden, ja. Also wie Sie sehen, wir haben im Moment hinten leider den Motorcontroller hinter dem Sitz. Das war die einzige Position, wo wir ihn kühlen können. Wir sind im Moment dran, einen... Sag's mal gerade, das ist der Motorcontroller, der da ist. Der wird warm, oder? Also wir haben hier natürlich hier die gesamte Energie drüber, die aus der Batterie in den Motor geht. Deswegen müssen wir den hier kühlen, deswegen muss es im Fahrtwind auch stehen. Wir sind gerade in der Entwicklung einer neuen Batterie und damit wandert der Motorcontroller mit in das Gehäuse rein. Damit wird dieser Platz hier hinten frei und dann wird es dort einen Ständer geben, eine Halterung geben, auf die man dann entweder ein Topcase drauf machen kann oder auch einen zweiten Sitz oder Sitzbank oder sowas. Da sind wir gerade auch in der Entwicklung drin. So, wir sind ja schon ein paar Jahre, du bist ja schon ein paar Jahre mit dem Produkt zusammen. Das ist immer wieder begeisternd, wenn du das zeigst. Leute kommen ja her, die kommen übrigens aus ganz Europa und fahren hier Probe, gell? Bei euch. Ja, also von Spanien bis Amerika hatten wir schon alles mit dabei, Indien. Der Markt ist riesig für Zweiräder und du merkst, die Menschen sind offen für neue Konzepte und wollen auch was Neues. Ja? Gerade im Motorradbereich ist es so, manche mögen das Laute nicht mehr. Und es geht aber nicht darum, ob man was mag oder nicht mag. Wenn irgendwann mal die Großstädte verbrennerfrei sein sollen, ja, was bleibt dann noch übrig, um Spaß zu haben? Fahrrad, E-Bike oder eben unser Hyper-E-Bike sozusagen, das E-Rocket. Ja, es gibt ja wahrscheinlich die Möglichkeit, einen Soundgenerator einzubauen, wenn es zu leise wäre, aber es hat ja noch ein gewisses Motorgeräusch. Es klingt so ein bisschen wie eine S-Bahn. Das ist richtig, es kommt auch im Moment aus unserem Riementrieb. Achso, das ist der Riemen, der so ein bisschen Geräusche... Das sind Geräusche, die kommen eigentlich aus der Verzahnung vom Riemen, wenn der Riemen die Luft verdrängt aus dem Zahn. Und daher kommen die Geräusche, die übertragen sich natürlich über den Riemen. Und das klingt wie ein Jet so ein bisschen. Genau. Ja. Deswegen dieses Surren, wenn er hochläuft. Und das ist, wie gesagt, das kommt aus dem Riementrieb und verstärkt sich ein bisschen hier über die Abdeckung, die wir hier haben. Auch an der sind wir im Moment noch dran, diese zu verbessern, um hier diese Geräusche auch nochmal zu minimieren. Er macht das Ganze schon sehr lange. Das hier ist aber jetzt eine Geschichte, die in die Serie gehen kann. Ihr macht ja manchmal noch Kleinmanufaktur. Das heißt, es wird von Hand gebaut. Aber es soll ja in Kürze, ich sag mal, größer werden. Ihr seid kurz davor, den großen Sprung zu machen, oder? Ja, wir sind kurz davor, dieses Fahrzeug auch in der Großserie zu bauen. Das heißt, ich bin gut seit einem Jahr jetzt dran, mir die dementsprechenden Lieferanten aufzubauen. Du bist Profi, muss man sagen. Ja, ich komme aus der Automobilindustrie, war da 30 Jahre lang tätig, auch im Serienfertigungsbereich. Das heißt, ich habe natürlich ein Netzwerk an Firmen, wo wir zum Beispiel die Rahmenfertigung jetzt über Roboter erledigen lassen möchten und fertigen lassen möchten. Und mit dieser Roboterfertigung habe ich natürlich eine Qualität, die immer gleichbleibend ist und ich kann hochskalieren. Das heißt, im Moment werden die Rahmen und Schwingen hier von Hand im Nachbarort geschweißt. Das wird sich in den nächsten 3 Monaten verändern. Dann werden die Roboter geschweißt. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, dass ich auch die Montageprozesse optimieren werde, sodass wir mit einzelnen Montageschritten, die hintereinander geschaltet sind, dort auch die Taktung erhöhen kann und damit eine Linienfertigung generieren werde, die ich dann auch spiegeln kann, sodass ich damit Stück für Stück die Anzahl der produzierten Fahrzeuge hochfahren kann. Also ich skaliere hoch und kann das dann auch in andere Länder, in andere, ich sag mal, Produktionshallen auch verlagern in der Form. Das ist ganz wichtig, denn ich sag mal, Skalierbarkeit, ohne Skalierbarkeit gibt es keine Story. Das ist so, weil du bist ja dann begrenzt auf die Manpower, die du hier hast. Und Deutschland ist ja ein toller Standort eigentlich, muss man sagen, wenn man die Maschinen hat. Weil ich sag mal, das Thema Manpower ist natürlich nicht günstig. Genau. Also ich muss schauen, dass ich viele Dinge automatisiere, um hier natürlich die Kosten auch im Griff zu haben, die wir, und das hast du ja mit Recht schon gesagt, in Deutschland einfach von den Personalkosten sind wir einfach höher, das können wir nicht vermeiden. Es gibt auch wenig Facharbeiter, muss man sagen. Also wenn du jetzt mal 500 brauchst, die stehen nicht an der nächsten S-Haltestelle, oder? Und ich habe noch hier das Problem, in Brandenburg, keine 50 Kilometer weg, hat der Elon Musk sein Werk aufgebaut. Tesla. Ja, genau, du hast es erkannt. Und die nehmen natürlich auch eine Vielzahl von Facharbeitern hier dem gesamten Arbeitsmarkt weg. Und da ist es natürlich für so ein kleines Unternehmen, wie wir es noch sind, natürlich nicht ganz so einfach, die Facharbeiter zu bekommen. Ja, wir werden gleich ein extra Video drehen über die Fertigung. Wir werden mal so ein bisschen zeigen, denn ich sag mal,
selbst wenn ich jetzt das Ding kaufen würde, würde es auseinandernehmen, würde es auf den Tisch legen. Ihr habt, glaube ich, einen Technologievorsprung, wenn jetzt jemand bei Null anfangen würde, abgesehen davon, dass wahrscheinlich das ein oder andere Patent da auch drauf liegt, ja. Aber das dauert. Und ihr habt ein Team jetzt, 15 Leute seid ihr, die können das richtig gut? Das ist absolut richtig. Wir sind auch jetzt seit 4 Jahren intensiv an dem Fahrzeug dran. Wo ist unser Haupt, sage ich mal, Brain? Ist natürlich der Rahmen, der Aluminiumrahmen, der ist berechnet, der ist abgesichert. Es ist kein Zufall, dass es so aussieht. Nein, das ist kein Zufall. Er ist natürlich kostenoptimiert, er ist gewichtsoptimiert. Ist er sieht schön aus. Ja, da kann man drüber streiten. Ich finde es schön. Ich habe auch schon anders gehört, aber ich finde es auch toll, weil ich liebe eigentlich polarisierende Fahrzeuge als einheitliche Fahrzeuge, wo jedes gleich aussieht. Und wo ganz stark unsere Brainware drinsteckt, ist natürlich die Steuerung von dem kleinen Motor, von dem Pedalantrieb zum großen Motor. Also ich beschreibe das mal ganz kurz. Du hast hier vorne eine Art Motor, der wird angetrieben, ein Dynamo, kann man das so sagen? Ja, genau. Es ist ein kleiner Motor, der wird hier über das Pedal angetrieben. Der gibt dir, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, den Gegendruck. Und das aber in einer Steuerung so darzustellen, dass wir hier ein Gefühl von Beschleunigung haben, was hier den Motor, die zweite Motorsteuerung, im Endeffekt das richtige Maß an Kraft hier gibt, das ist nicht ganz einfach. Da haben wir viel, viel Energie reingesteckt und das ist die Brainware, die uns den Vorsprung gibt. Wenn jemand das auseinanderbaut, der wird hier erstmal scheitern. Das Problem ist, dass der Motor ja brachial viel Energie hat und der gibt ja so viel raus, wie du ihm zulässt. Und du könntest ja jetzt auch einen Motor reinmachen, der 10-mal so stark ist, der würde trotzdem nur das rausgeben, was ihr wollt. Genau. Und diese Feinfühligkeit, ich bin ja eben gefahren, ich bin übrigens auch in Softwarestand mal davor gefahren, da hatte ich das Gefühl, das war noch ein bisschen nicht so perfekt. Und jetzt, das letzte, was ich gefahren bin, also was eben war, das andere war schon, ich glaube, 1-2 Jahre alt, was ich gerade eben vorher gefahren bin. Genau. Und jetzt das ganz Neue ist ganz direkt feinfühlig, als würdest du ein Fahrrad fahren. Absolut. Ich bin ja auch jetzt, ich sag mal, seit 2 Jahren fahre ich dieses Fahrzeug. Vor 2 Jahren bin ich in ersten Kontakt mit eRocket, hatte damals die ersten Fahrzeuge gefahren, hatte dasselbe Gefühl wie du auch. Bin jetzt seit 1 Jahr dabei. Wir optimieren ständig die Abstimmung zwischen den 2 Software- und Hardware-Bauständen. Und das ist, was wir Stück für Stück dem Fahrzeug an Feinfühligkeit und an Fahrspaß auch geben. Da sind wir noch nicht am Ende. Also da wird noch einiges kommen, wo wir im Endeffekt für Performance-Maschinen auch machen werden, wo wir auch, ich sag's mal, vielleicht in die Richtung Cargo-Bikes gehen werden, wo wir die Geschwindigkeit runternehmen werden, damit wir, ich sag mal, bloß bis 60 Stundenkilometer fahren werden. Wir überlegen auch, ob wir, ich sag mal, die Akkuleistung verlängern wollen, dadurch, dass wir generell sagen, okay, wir machen nur ein 50 Kilometer oder 45 Kilometer Bike draus. Also wir haben alle Möglichkeiten durch diese Abstimmung der Software von dem kleinen Generator, von dem kleinen Motor zur Software hier oben. In dieser Abstimmung, das können wir sehr gut im Endeffekt parametrisieren und können damit sehr gut spielen. Das ist ja quasi Fly-by-Wire. Das bedeutet also, ihr habt ja keine mechanische Verbindung zwischen dem vorderen Steuerelement, der ein Motor ist, zu dem hinteren. Der erzeugt auch keine Energie, mit denen Akkus aufgeladen werden. Das ist nur ein Steuerelement. Also quasi, wie soll ich mal sagen, so ein Human Interface, kann man das sagen? Ja, das ist richtig. Also deswegen, wir haben ja auch so ein bisschen als Zweitnamen das Thema Human Hybrid, weil wir im Endeffekt hier über die menschliche Bewegung hier die Fahrzeuggeschwindigkeit steuern und damit hast du vollkommen recht, ja. Ich zeig mal gerade, hier unten ist der Dämpfer. Das ist auch schön, man kann viel sehen bei euch, weil es gibt ja keine Auspuffanlage, die stört, wo man sich verbrennen kann oder irgendwas. Genau. Du hast keine Geräuschentwicklung, was ich extrem positiv finde, oder? Ja, absolut, also das ist das, was es ausmacht, wenn du mal mit Leuten sprichst, die in der Innenstadt wohnen, wo dann die Poser nachts mit ihren Motorrädern hochfahren, dann weißt du, dass die sowas lieben werden. Hier sieht man auch das Thema Ersatzteile. Ich weiß, so ein Gates Carbonriemen, der kostet 300-400 €. Ihr habt es geschafft, mit einem handelsüblichen Carbonriemen eine Lebensdauer hinzukriegen. Die ist wirklich beachtlich, oder? Ja, also wir haben nicht einen teuren Riemen, wie zum Beispiel die Harley das macht, sondern wir haben hier auch durch viele Tests einen Riemen gefunden, der die dementsprechende Dauerfestigkeit und Haltbarkeit hat, womit wir da viel
kostenoptimierter auch agieren können in der Firma. Das ist wichtig. Wenn man das jetzt sieht, das wird in Handarbeit gefertigt. Wir können mal einen ganz kurzen Schwenk nur machen. Da gibt es gleich ein eigenes Video zu, was wir drehen werden. Ihr habt eine Manufaktur, wer sich ein bisschen auskennt. Der Preis im Moment knapp unter 12.000 Euro im Einstieg. Das geht normal nicht, muss man sagen. Dafür kann man kaum kostengünstig oder kostendeckend arbeiten. Aber wenn das ins Rollout geht, dann geht's. Absolut. Also wir sind im Moment, sage ich mal so, ja, gerade, dass wir die Kosten der Bauteile einfangen, aber mit allen, ich sag mal, Montagekosten liege ich natürlich im Moment noch drüber. Die Wirkung erfolgt jetzt, wenn wir in höheren Stückzahlen einkaufen werden. Ich habe auch nochmal neue Lieferanten, ich mache ein zweites Lieferantenpanel auf im Moment, um die Kosten zu optimieren. Wir gucken nochmal, wo wir Teile auch nochmal vereinheitlichen können. Also alles das, was ich aus der Automobilindustrie mitbringe, das setze ich im Moment Stück für Stück hier um die Kosten in der Produktion zu reduzieren und damit das Kostenpotenzial hier aus dem Fahrzeug herauszuholen. Ich zeige das mal gerade. Also jetzt Aktionär werden. Das Ganze kann man nicht einfach so machen, sondern da guckt eine ganz treue Behörde auch mal drüber, ob das alles seriös läuft. Ich kann Aktionär werden, aber ihr habt euch jetzt nicht auf die, ich sag mal, 5, 6, 7, 8 Millionen großen Fonds eingeschossen, sondern man kann hier mit 500 Euro, 1000 Euro sich beteiligen. Absolut. Also unser Ziel ist es, dass wir hier auch den kleinen Aktionär, der einfach Spaß hat, hier uns zu unterstützen, der hier in unsere Zukunftsvision mit investiert. Und das ist unser Ziel hier. Natürlich wollen wir auch die größeren Investoren haben, aber es ist ganz klar, wir wollen hier auch den kleinen Investor, der hier Spaß dran hat, hier mit ins Boot holen. Ja, was ziemlich cool ist, die Medien Saarland GmbH bekommt ein solches Fahrzeug. Das ist, wird irgendwann mal in den nächsten 2-3 Monaten kommen. Ihr habt mir das zusammengestellt, es wird in Kürze gebaut. Und ich träume von dem Fahrzeug seit Jahren schon. Ich habe also damals als, glaube Bild hat es getestet auf hier der Avus oder irgendwo, ja, genau. Vor Jahren, ja. Schon. Ja. Und die waren so hin und weg von den Reaktionen, von diesem Grinsen im Gesicht von, ich sag mal, Leute, die schon alles haben, die, ich sag mal, eine Harley haben für 100.000 Euro, ja, die vielleicht absolut abgefahren sind, die sagen, ey, ich stell mir so ein Ding einfach mal ins Wohnzimmer, ob ich damit fahre oder nicht. Es ist ein Technologiesprung und ich kann mir vorstellen, wenn das erstmal in Serie geht mit allen drum und dran, da werden viele drüber nachdenken, was haben die verrückten Deutschen da gemacht? Ja, ist das vielleicht doch eine Sache, die Leute infiziert? Absolut, absolut. Also, mir ging es ja nicht anders. Also ich habe das Unternehmen kennengelernt. Ich war auf einer Tagung, einer Automobiltagung, und im Foyer stand hier der Andi Zuweme, hier der Geschäftsführer. Der uns da ist, den können wir gleich mal reinholen. Genau. Dass wir den mal. Und ich sage, was ist denn das für ein Fahrzeug hier, wieso mit Pedalantrieb? Und er sagt, Herr Leder, nicht reden, nicht fragen. Und ich hatte fahren. Und er hat mich im Endeffekt mit Anzug und Krawatte draufgesetzt und ich bin in Frankfurt im Endeffekt auf die Straße und ich war hin und weg. Also es ist einmal fahren und sie haben es grinsen und sie finden es toll und es ist sagenhaft. Ja, es ist so. Trotzdem nicht trivial. Ihr seid ja auch in der Produkthaftung mit drin. Das heißt, das Ganze muss so perfekt sein. Deswegen auch die lange Entwicklungszeit, die jetzt kommt. Also ihr seid ja kurz davor jetzt. Die Zeit ist jetzt auch reif, muss man sagen. Als das Ganze am Anfang kam, war das Thema Elektromobilität noch nicht so anerkannt wie heute. Selbst namhafte Hersteller, du erinnerst dich an den Netflix-Film, wo die da in Südamerika mit den Elektro-Harleys einmal rauf und runter, was für Probleme die hatten. Es fing an mit dem Laden und so, das habt ihr nicht. Normale Steckdose. Ja, wir laden an einer ganz normalen Steckdose. Wenn du mal kurz mitgehst, wir gehen mal hier. Du siehst hier, das ist im Endeffekt unser Ladeport. Ja. Genau. Und wir haben ein Ladegerät, das siehst du hier. Mit dem dementsprechenden Stecker hier. Okay. Und es ist eine ganz normale Schoko. Also Steckdose. Ja. Das Aufladen dauert wie lange ungefähr? 4-5 Stunden? Schneller. Wir sind um die 5 Stunden. Das ist ein Schnelllader. Wir liefern auch ein langsames, also ein kleineres Ladegerät mit dazu, wo dann ca. 10-12 Stunden ladet. Das wäre natürlich fürs Camping optimal. Das heißt, die Leistungsaufnahme etwas geringer. Ja. Gerade wenn ich nur 3 Ampere habe zum Beispiel, die aus der Leitung kommen, kann ich das einstellen. Aber wir machen ja ganz viel Campingvideos. Das hier ist das Campingbike, ganz ehrlich. Es wiegt 120 Kilo, hat einen extrem niedrigen Schwerpunkt, ja. Kann von jedem ohne Führerschein, also mit dem B oder dem gefahren werden. In Frankreich übrigens, meine Frau fährt damit mit dem ganz normalen Autoführerschein. Ja. Es gibt viele Länder, da ist es erlaubt mit dem Autoführerschein. Genau. Ja. Genau. Das ist so. Und das macht's aus. Und ich hatte vorhin schon mal erwähnt, wir sind jetzt dran, eine neue Batterie zu integrieren in unser Gehäuse. Dort werden wir auch nochmal das Thema, wie können wir laden mit verschiedenen Ladeports, ist dort auch nochmal angedacht, dass wir vielleicht, wenn das Thema mit Caravan... Andi, da vorne ist er, ja. Guck mal.
Hallo. Ja, hallöchen. So. Keine Schleichwerbung, man muss mal wegstellen. Nee, gar kein Problem. Ich zeige es mal gerade, was hier getrunken wird, ist Red Bull Red. Andi, du bist schon wie lange dabei? Naja, wir sind hier Mai 2018 rein, aber ich bin auch noch ein paar Jahre länger dabei. Das Ganze, ich sag mal, kriegt jetzt richtig viel Fahrt. Hättest du gedacht, dass große Innovationen so lange dauern manchmal? Eigentlich schon, weil ich auch zu meiner USA-Zeit, ich war diverse Jahre im Silicon Valley unterwegs oder in Palo Alto mittendrin sozusagen, das eigentlich schon immer mitbekommen habe. Ein gutes Produkt heute alleine reicht dir sicherlich nicht. Es ist definitiv die Problematik, du musst da zur richtigen Zeit kommen, keine Frage. Ich überlege gerade, das ist der Bundeskanzler? Da war er noch. Da war er es noch nicht, aber das ist der Scholz, ja. Krass. So, das steht da jetzt natürlich. Klar, die kommen ja auch immer, wenn die da so Shows haben, aber egal, wo ihr aufstellt, die Leute gucken und da wird er oft gefragt, ja, das ist ja ganz nett, wenn ihr dann den Leuten erklärt, weil ich kann mir vorstellen, viele sehen nicht auf den ersten Blick, dass es Pedale hat, oder? Das ist richtig. Man muss schon ein bisschen die Pedale, also natürlich, wenn jemand fährt, fällt es dir auf. Ja, aber wenn es steht, ja. Wenn es steht, müssen die Pedale gesehen werden, aber in der Regel, wenn wir mit dem Fahrzeug aufschlagen irgendwo, dann sind wir auch unterwegs. Und dann fahren wir natürlich auch und dann siehst du halt, Herrgott nochmal, da bewegt sich jemand mit Pedalen mit 90 Stundenkilometer vorwärts, was ist denn hier los? Und dann fällt der Groschen und die Fragen werden gestellt, was in aller Kürze ist das für ein Produkt? Es verkauft sich eigentlich von selbst, deswegen werden wir ja eins kriegen, wir werden das Ganze mal zeigen. Ihr habt es verdient, dass es in die große, breite Masse geht, das schnellste E-Bike der Welt, will ich es mal nennen, weil es ist wirklich ein Bike, es hat Bremsen, es hat Pedale, das ist ja ganz wichtig, mittlerweile sogar zugelassen bei E-Bikes, dass genau das gleiche Prinzip bei E-Bikes jetzt zugelassen ist, bei Lastenrädern, hast du gehört? Ja. Das heißt, die treiben jetzt auch einen Generator an, der treibt wiederum einen Motor an, weil die Kette loswerden wollen. Genau, also es gibt verschiedene Firmen in Deutschland, auch namhafte Firmen, die im Moment dran sind, ein ähnliches Prinzip, so wie wir es haben, zu, ich sag mal, in den Markt und zur Marktreife. Nicht weniger Leistung, da reden wir dann über 250 Watt. Genau. Und die haben immense Probleme, dieses auch in der Form stabil zu kriegen. Also die kämpfen mit denselben Themen, was wir in den letzten Jahren für uns schon im Endeffekt... Software eigentlich, oder? Genau, was wir schon gelöst haben in der Form. Das ist ganz wichtig. Also ich kenne das, weil ganz große Motorenhersteller wie Bosch die, oder jetzt zum Beispiel Yamaha oder Brose, die ja E-Bike-Motoren bauen, die, ich sag mal, da gibt es die eine Kundengruppe, die wollen es ganz knackig haben vom Fahrgefühl und die anderen, die sagen, ich möchte es so fahrradähnlich wie möglich haben. Und das da fühlt sich an wie ein Fahrrad. Also es ist wirklich so, oder? Es fühlt sich an wie ein Fahrrad mit einer ganz anderen Performance und das verstärkt irgendwo auch die Emotionalität beim Fahren. Deswegen habe ich auch wirklich gestandene Motorradfahrer, die eben auch Motorräder mal jenseits der 200 Stundenkilometer bewegen oder bewegt haben, finden das Fahrzeug trotzdem toll. Der Punkt ist, 200 Stundenkilometer mit dem Motorrad kann ich im Grunde genommen nur noch auf einer Strecke fahren. Der Straßenverkehr gibt es nicht mehr her, die 90 kann ich fahren. Ich habe also eigentlich ein Fahrzeug mit einer unterprivilegierten Höchstgeschwindigkeit und gebe aber da draußen die Pace vor. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Können die Leute beurteilen, die bereits eins besitzen, können die Leute beurteilen, die es Probe fahren. Ganz wichtig ist das Thema Fahrzeug für Unternehmer, das bedeutet, oder für Mitarbeiter. Wir reden ja hier über wahrscheinlich 0,25%. Ich frage mal gerade, ist es so? Ist so, wobei wir, muss man auch der Fairness halber sagen, in diesen Jobrad-Dingen noch nicht drin sind, denn die kommen mit unserem großen Kennzeichen nicht klar. Ja, das aber sind Fahrradleute. Es wird ja bei uns ein Firmenfahrzeug werden. Das Absolut. Bedeutet also Versteuerung 0,25. Das Thema Finanzierung kann als Firmenfahrzeug gesetzt werden. Das bedeutet auch diese 11.800 Euro für Unternehmen, die sagen, hey, wir wollen mal, ich sag mal, auch mal zeigen, dass wir das Thema Elektromobilität auch leben. Ich zeige es mal gerade hier. Ihr habt ein E-Kennzeichen bekommen. Das hatte die Soron jetzt auch und haben alle geguckt. Gibt es E-Kennzeichen für Motorräder? Ja, gibt's. Natürlich gibt es die, denn wir sind ja kein Hybrid aus irgendwas, sondern wir sind ein Mensch-Maschine-Hybrid und deswegen mit Elektromotor haben wir ein E-Kennzeichen. Ist absolut berechtigt. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr die Firma eRocket am meisten schädigen wollt, ja, dann kauft am besten die Prototypen, die noch von Hand zusammengebaut werden, denn da kriegt man wirklich ein Fahrzeug, das, ich sag mal, zumindest mal vom Human-Wert, also was da reingegangen ist, wenn ihr da die REFA-Werte berechnen würdet, oder? Ja, also die möchte ich nicht berechnen. Also da steckt natürlich noch viel, viel Handarbeit im Moment drin, aber Wir sind dabei, das zu minimieren. Okay, so ist es. Wann wird es ungefähr passieren, was denkst du? Ich gehe mal davon aus, dass wir in den Spätsommer an dem Punkt sein werden, 22, wo wir das gesamte hochfahren werden. Okay.
Okay, das ist wichtig, denn die Skalierbarkeit, da hat es eben erwähnt, da arbeitet ihr lange dran, dass man das kann, und dazu braucht man Kapital. Das ist auch ein wichtiges Thema und das habt ihr jetzt aufgenommen bei ganz vielen Investoren. Es waren schon, sind schon ganz viele dabei, oder? Ja, es sind, glaube ich, weit über 130 inzwischen dabei, weil wir in der Tat eben eine Aktiengesellschaft gegründet haben, weil mir auch schon immer bewusst war, viele Leute, die diese neue Mobilität haben wollen, das ist wirklich eher eine gesellschaftliche als eine politisch beeinflusste Bewegung. Und ich habe einfach gesagt, diese Community, wenn ich die teilhaben lassen kann mit einer Aktie, denn die verbrieft wirklich einen Unternehmensanteil, dann sind die emotional auch ganz anders dabei. Und das finde ich auch ganz toll, dass man eben die Community an einem Unternehmen teilhaben kann. Wir brauchen aber auch diese Community und auch Großinvestoren, denn wenn du expandieren willst, musst du einkaufen. Ein Fahrzeug, ein Motor, 1000 Fahrzeug, 1000 Motoren. Oder 2000 Felgen oder 2000 Reifen. Okay, das heißt, es gibt einen alten Spruch, den wirst du kennen. Umsatz erfordert Geld. Du kannst noch so viel, ich sag mal, Ertrag machen, der kommt ja erst später. Das Ganze ist ja wie beim Elektromotor, Strom und Spannung, das läuft ein bisschen hinterher. Was habe ich denn als Aktionär davon, außer davon, dass ich eine E-Rocket-Aktie habe? Habe ich da die Chance, dann eventuell bei dem ganz großen Börsengang dabei zu sein? Davon gehe ich mal aus und da kann ich nur hier an unseren Geschäftsführer weitergeben, aber das ist natürlich das Ziel. Ja, das heißt, ihr könntet irgendwann mal an die Börse gehen. Die Aktie ist ja nicht börsengehandelt. Aktie ist nicht börsengehandelt, das ist aber ein völlig übliches Verfahren. Der Aktienwert oder der Kaufpreis ist auch nicht der Ausgabekurs, wenn wir dann an die Börse gehen, und das ist auch kein Könnten und Wollen, das ist ein fester Plan. Das wird passieren, wir gehen mit dem Produkt an die Börse. Deswegen ist ja auch jetzt, unsere jetzigen Aktionäre sind so ein bisschen, es gibt diesen herrlichen amerikanischen Spruch, the early bird gets the worm. Das heißt also, der frühe Vogel fängt den Wurm und beim Börsengang geht es dann hoffentlich ab. Und das haben wir vor. So, und das Ganze, da kann man dabei sein, ich sag mal 500 Euro, 1000 Euro. Ihr habt sogar Leute, die haben 25.000 mal investiert. Das ist tatsächlich gesetzlich vorgegeben. Minimumbetrag ist 1.000 Euro für zwei Aktien, Maximalbetrag 25.000 Euro über eine Online-Plattform. Das ist auch sehr innovativ. Und die Herrschaften, die eben mehr mit uns bei uns investieren wollen, die haben wir persönlich hier natürlich am Tisch sitzen. Also es ist so, dass man auch wissen muss, dass wenn man so eine Aktie kauft und es geht schief, dann ist man sein Geld auch im Zweifel ganz los. Das ist ganz klar, Totalverlust ist nicht ausgeschlossen, aber ihr habt ja Profis mit an Bord. Du bist quasi Kaufmann, so kann man sehen. Ja, ich bin ganz bodenständiger Industriekaufmann, gebürtiger Westfale. Ich habe nur so eine Inselbegabung, ich quatsche schneller als meine westfälischen Mitstreiter. Da ist irgendwas schief gegangen, aber natürlich, ich habe im Unternehmen alle Maßnahmen. Als erstes habe ich ein Top-Team. Das ist entscheidend. Du musst wissen, was du für Leute brauchst, damit dir dein Projekt gelingt. Natürlich haben wir Frühwarnsysteme, Qualitätsmanagement, all diese Dinge, die dazu beitragen sollen, das Risiko zu minimieren. Du hast es eben richtig gesagt. Wer sagt, dieses Unternehmen ist sicher, hier wird alles per Verbrief funktionieren, ist ein Lügner. Da bin ich auch beinhart, das ist eben so. Gut, ihr seid aber schon lange dabei. Ihr seid jetzt natürlich, kein Start-up seit 6 Monaten, die jetzt hier, sondern es geht jetzt in die heiße Phase. Absolut, es geht in die heiße Phase und man sieht es dem Markus und auch mir an, wir sind ja jetzt nicht mehr die 22-jährigen Jungspunde, wir wissen so ein bisschen, was wir tun, und deswegen habe ich bei der Aktie ein tolles Gefühl und ich will meine Aktionäre happy machen, zusammen mit uns allen, mit meinen Mitarbeitern, das ist der wichtige Punkt. Das ist wichtig und ich finde auch cool, also dass man von vornherein sagt, okay, es ist auch die, ich sag mal, die Aktie des kleinen Mannes. Habt ihr denn auch viele Kunden, die eins haben, die gesagt haben, hey, ich nehme mir mal ein 1000er Aktien oder so? Mehrere. Was wir natürlich toll finden, weil das ist für mich so ein bisschen der Doppelungsbeweis. Fahrzeug plus Aktienkauf. Weil du musst ja auch sehen, der Aktionär setzt Vertrauen in dich und dein Unternehmen. Aber Vertrauen, da kommt noch ein Punkt dazu. Aber da bin ich mit Markus auf der gleichen Linie. Da gehört auch Verantwortung dazu. Du gehst mit anderen Leuten Geld um. Und das tun wir ja nach bestem Wissen und Gewissen mit viel Schweiß und Blut. Aber es macht auch Spaß. Wichtig ist ja auch, ihr habt ja Leute, die da mitmachen, 15, ich sag mal, Mitarbeiter, die alle auf dem Arbeitsmarkt extrem gefragt sind. Also es ist ja nichts Neues, dass die da drüben in der anderen Fabrik da viele Leute jetzt akquiriert haben. Habt ihr das gemerkt eigentlich? War der Markt leer dann irgendwann? Also wir merken es ganz klar, dass der Markt dünner wird in dem Moment, wie Tesla hochgefahren ist. Man kann es ja mal benennen. Merkt man das ganz deutlich, dass also die Fachkräfte einfach dünner werden. Und unser Vorteil ist, dass wir hier natürlich noch etwas stadtnäher sind als unser Konkurrent hier. Ist das weit weg, das Tesla-Werk? Ich war noch nicht da. Von hier sind es, glaube ich, 50 Kilometer. Ja, ich glaube sogar ein bisschen mehr.
Ihr seid ja wirklich mit der S-Bahn fast erreichbar. Ja. Ne? Naja, ich denke mal, also Tesla zieht natürlich Leute dahin, das ist gar keine Frage, aber wir sind ja auch ein sehr interessantes Produkt und wir arbeiten eben sehr international. Also uns ist das vollkommen egal, ob jemand aus Schweden, aus Indien, aus den USA sich für unser Unternehmen interessiert. In dem Moment, wo wir erkennen, ich sitze da mit Markus und mit dem CDO, da sind wir so 2, 3 Leute, 4 Leute, die zusammensitzen und sagen, Mensch, diese Person hat was, ja, dann wird die eingeladen, das ist wurscht, ob die aus England, Amerika oder sonst wo herkommt. Davon wirst du ausgehen. Das Thema ist, wir brauchen an den Universitäten, wir brauchen viel mehr Elektromobilität, viel mehr Know-how muss in die jungen Leute rein, denn die machen unsere Zukunft, wir machen die nicht. Genau, so ihr habt ja viele junge Leute schon hier. Absolut. Ja, also wir werden gleich mal ein bisschen was zeigen, wie entsteht, ich sag mal, ein solches Motorrad. Das ist total spannend am Standort Deutschland. Stellvertretend dann kann man so später sagen, das wird der, ich sag mal, nach wie vor Entwicklungsstandort bleiben dann hier? Wir werden weiterhin den Entwicklungsstandort hier behalten. Dort werden alle neuen Modelle entwickelt, dort werden alle Prototypen gebaut. Und erst wenn die Prototypen soweit abgesichert sind, dann werden wir evaluieren, wo wir dann die Fahrzeuge bauen, je nachdem, für welche Märkte sie auch sind. Ja, das finde ich total spannend, denn Nachfrage aus ganz Europa habt ihr. Also die Fangemeinde wächst quasi exponentiell mit der Auslieferung der Fahrzeuge. Das ist so ein bisschen wie der Fliesenleger, der sein, ich sag mal, Gewerbeauto vor dem Einfamilienhaus parkt. Der Nachbar sieht es und sagt, der kriegt neue Fliesen. Dann gucken sie sich das an. Habt ihr schon gemerkt, dass einer bringt einen mit? Ja, auch das haben wir schon festgestellt, dass also diesen Multiplikatoreffekt, dass also ja. Kunden, die ein Fahrzeug haben, plötzlich wieder kommen mit einem Bekannten, mit einem Kunden, wie auch immer, und sagen, Mensch, musst du fahren, musst du ausprobieren, ist einfach super. Da haben wir ja sogar ein eigenes Programm dafür. Da haben wir ein sogenanntes Ambassador-Programm. Das heißt also, wenn ein Kunde von uns jemand teilhaben lässt mittels einer Probefahrt und ihm das Fahrzeug erklärt und ihm erklärt, was er damit für Erfahrungen hat und dadurch kommt ein Verkauf zustande, dann gibt es eine kleine Prämie. Also okay. Wir haben da unsere Kunden schon im Auge in jedweder Beziehung. Tesla hat früher auch Empfehlungsprogramme gefahren, das ist kein Geheimnis. So, ich zeige es mal gerade. Also das ist ein Rahmen made in Germany, normal geht das nicht. Also ich sag mal, aber es sind die ersten, ich sag mal, Prototypen, die jetzt wirklich in Kleinserie jetzt vom Band gehen. Das ist um Gottes Willen kein Prototyp. Das ist kein Prototyp. Nein, um Gottes Willen. Also, okay, ich nehme alles zurück. Das ist das fertige Motorrad. Da musst du alles zurücknehmen, weil wenn es ein Rahmenprototyp wäre, dann wäre er da hinten drüben in unserer Entwicklungsabteilung. Ich nehme alles zurück. So. Das ist tatsächlich ein fertig geschweißter Rahmen, der hier nur noch zur Qualitätskontrolle steht. Der geht jetzt in die Farbgebung sozusagen und dann wird da, wie du es hier schon gesehen hast, rot, grün, gelb, blau. Was auch immer. Und da siehst du eben die Einzelteile, oben zum Beispiel unsere Schutzbleche, in der Mitte eben vorgefertigte Aluminiumteile für die verschiedenen Rahmen. Weißt du was, da machen wir gleich ein eigenes Video zu, weil das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich euch beide mal vorstellen, ihr seid ja quasi jetzt in der Chefetage, du bist der Geschäftsführer, du bist der COO, das heißt der Operative, der das Ganze leitet und ja, ist dir das Herz so ein bisschen aufgegangen, als du hier gewechselt bist? Absolut. Also ich bin halt ganz nah an der Basis. Ich gestalte noch mit, ich kann die Prozesse gestalten. Das ist einfach was, wo mir auch nochmal das Herz aufgeht. So ein bisschen, jetzt habe ich so viel schon gemacht und jetzt nochmal ganz am Anfang ein Produkt mitzuentwickeln, die Prozesse mitzuentwickeln, das zu optimieren, das macht einfach den Faktor aus, wo ich gesagt habe, das mache ich einfach. Du bist Baujahr 65, ja. Das heißt, du kannst mindestens noch 30 Jahre Vollgas geben? Ja, mindestens. Ja, aber das ist, ich sag mal, wirklich ein spannendes Projekt, was wir haben. 29. April, wir werden noch Fahrvideos machen morgen oder heute. Wir werden mal schauen, wie wir das hinkriegen. Dann werden wir mal auf die Autobahn fahren und das Ganze werden uns per Freisprechanrichtung mal mit dem Fahrer unterhalten. Das haben wir schon organisiert. Heute war es jetzt erstmal ein, ich sag mal, kurzer Einblick. Das Ganze nicht trivial, kann ich euch sagen, denn selbst E-Bike-Besitzer beschweren sich dann, wenn es zu ruppig geht. Oder es gibt ja auch Systeme, die messen zum Beispiel auch kein Drehmoment. Das wird ja wahrscheinlich bei euch gemessen, oder? Ja. Also, wie stark trete ich rein? Ja, genau. Also, nicht wie schnell? Es geht um die Frequenz. Und was wir einstellen können, ist, wie viel Gegendruck der Fahrer spürt. Wir haben 3 Fahrmodi und die 3 Fahrmodi sind auch alle unterschiedlich. Also der Fahrer spürt wirklich, wenn ich mit einem Eco-Modus fahre, ich habe einen höheren Widerstand. Wenn ich mit dem normalen fahre, ist es leichter und wenn ich mit dem Sportmodus fahre, trete ich rein und das Ding geht ab wie die Sau. Das ist auch wirklich so. Also ja. von 0 auf 50, wie fährt es? Ich würde mal sagen, von 0 auf 50 hier, die Strecke hier hoch, 3, 4 Sekunden. Sind ein paar Sekündchen. Ja. Also du bist natürlich auch nochmal
das ist, was ich eben schon mal sagte, du bist natürlich emotional auch nochmal ganz anders unterwegs, weil du das mit deinen Füßen gestaltest. Das zeigen wir dann, wie es geht. Das ist ein ganz faszinierender Punkt. Was ich total cool finde, ist, dass du auch mit dem B196-Führerschein Peak-Leistungen abrufen darfst, die du mit Verbrennungsmotoren nicht hinkriegst. Das ist erlaubt. Das heißt, du hast bei der Beschleunigung hast du unglaublich viel Speed, wie es normalerweise nur ein Motorrad bietet mit vielleicht 50, 60 PS. Ja. Du hast richtig Newtonmeter, die aber nicht immer anliegen, muss man sagen. Also die Dauerleistung ist ungefähr wie hoch beim Motor? Die Dauerleistung, wir sind bei 5 Kilowatt Dauerleistung. 5 Kilowatt? Ja. Okay. Und das sind aber Elektro-Kilowatt. Natürlich. Und wir können aber bis zu 16 Kilowatt hochgehen, also Peakleistung. Und damit können wir natürlich beschleunigen. Das ist phänomenal. Das ist auch zulässig. Die Peakleistung darf so sein. Kurzzeitig, ja. Ist mit der Dekra auch im Endeffekt so abgestimmt, sonst würden wir die Einzelzulassung nicht bekommen. Und so bist du dann auch im 196er-Bereich angelangt. Wir haben auch diese Leute. Wir holen wirklich auch Kunden aus der Fahrradwelt ab, die sagen, naja, mit dem Fahrrad jeden Morgen zur Arbeit, doch irgendwann komme ich schwitzend an. Und dann kommen die eben zum E-Roll und sagen, oh mein Gott, ich habe den Führerschein nicht, können ihn dann aber mit verhältnismäßig geringem Aufwand gestalten. Ich habe ja jetzt einen Einser, aber für mich ist es nur an Spaß, an der Freude. Ich muss auch ein bisschen sagen, wir nennen das also bei uns so ein bisschen abdrücken. Also wenn du da stehst, du drückst jetzt ab, nicht mit Sound, mit viel Balava, wie man so sagt, also mit hohen Geräuschen, sondern du überzeugst mit etwas, was jemand nicht kaufen kann um die Ecke. Fachhändler, ist das geplant, Zukunft? Im Moment nicht. Also im Prinzip das gleiche Modell wie Tesla? Wir fahren eigentlich das wirklich exakte Modell wie Tesla. Das heißt also, Fahrzeug ist hier zu erwerben, wenn wir natürlich, ich sage jetzt was, München als E-Mobilitäts-E-Rocket-Hochburg feststellen, gehen wir dort mit einem kleinen Service Center und Showroom hin und mit einigen Partnern für Interimsphasen sprechen wir auch schon, dass der Kunde eben nicht grundsätzlich ins Werk kommen muss, wenn er ein kleines Problemchen hat. Aber generell, ja, das ist richtig. Wir arbeiten ohne den üblichen Weg der Fachhändler, der Zwischenhändler. Sind aber jetzt Standardbauteile. Das bedeutet, also Reifen kriege ich beim Reifenhändler, die Bremsbeläge kriege ich beim Motorradfachhändler wahrscheinlich, die Zahnriemen, das kann wahrscheinlich in Kfz-Werkstatt wechseln, oder? Ja, also Sie können mit dem Fahrzeug zum Fahrradhändler gehen, zum E-Bike-Händler gehen, zum Motorradhändler. Also alle diese kleinen Arbeiten können Sie überall in Deutschland eigentlich machen, ohne dass wir ein Servicenetz haben müssen. Ganz wichtiges Thema BMS, Akkulebensdauer, der soll ja nicht ganz leer sein oder nicht ganz voll sein, wenn er Langzeit geladen wird. Habt ihr da eine Lösung, dass das automatisiert geht? Naja, das geht definitiv automatisiert. Also als zunächst fährst du den Akku natürlich nicht auf 100% runter. Du fährst ihn auch nicht auf 100% hoch, er stellt früh genug ab, er zeigt das auch durch Verringerung der Power an. Ich kann ihn nicht kaputt machen, das BMS. Du kannst ihn nicht kaputt machen. Wir haben Temperatursensoren, wir haben Feuchtigkeitssensoren, das ganze Fahrzeug steckt voller Sensoren. Mit dieser Leistung kannst du ohne Sicherheitsmechanismen nicht umgehen, das wird nicht funktionieren. Dann hast du die Fahrzeuge in der Werkstatt stehen. Also da ist für alle Sorge. Ihr baut die selber, die Batterien? Die Batterien, also die Zellen, sind in diesem Fall noch von einem der großen vier, wie man so schön sagt, wobei das auch bald die großen acht, die großen zehn heißen wird. Es kommen immer mehr riesige Batteriefirmen auf den Markt. Die werden konfektioniert bei einem Zwischenhändler und werden dann bei uns verkabelt und eingebaut. In Deutschland? In diesem Fall kommen sie noch aus der Schweiz, sehr zukünftig. Wir bauen gerade wieder ein neues System auf, kommen sie sogar aus Deutschland. Wobei Zellen ja noch nicht aus Deutschland kommen, aber hoffentlich bald. Ich fahre demnächst mit dem Rucksack nach Grünheide und sage, die mögen mir da mal ein paar Zellen reinwerfen und dann probieren wir die aus. Großes Thema ist natürlich auch Steigerung der Kapazität der Zellen. Das wird ja vielleicht auch kommen. Vielleicht kommen ja ganz neue Zellentypen. Tut euch ja gar keinen Abbruch, weil Elektromotor ist Elektromotor. Spannung ist Spannung, Leistung ist Leistung. Da kommt dann eine neue Batterie rein. Da fährt das Ding vielleicht demnächst mal 250 Kilometer Reichweite. Insbesondere, weil unser Lieferant von den Batterien natürlich auch die Verantwortung hat, hier der Batteriesteuerung. Das heißt, wenn er mit neuen Zellen, neuen Batteriepaketen kommt, dann ist auch dementsprechend das BMS angepasst. Und damit müssen wir nur noch unsere Motorsteuerung dementsprechend anpassen. So, natürlich Fernlicht, korrekt? Ja, natürlich. Ja, wenn ihr teilhaben möchtet, gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr kauft so ein Ding. Ihr habt eine Webseite erocket.de. So, das steht auch hier vorne. Ihr müsst einfach mal googeln. Bitte googelt auch mal bitte oder bei YouTube mal ein bisschen. Es gibt so viele Fahrvideos von abgefahrenen Berichten. Gab es mal einen, der es komplett zerrissen hat eigentlich? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nee.
Also ich würde sagen, ich bin eher froh, wenn sowas mal passiert, weil aus Kritik kannst du nur lernen und versuchen, sie anzunehmen und es besser zu machen. Da waren ja Leute, also ich habe das damals gesehen, selbst Anfang der 2010er Jahre, wo die dann hier gefahren sind und uns wirklich zurückkamen und gesagt haben, ich will das sofort kaufen. Ja, das passiert uns auch immer noch. Ich habe noch ein ganz gutes Beispiel. Ich habe gerade ein Bike verkauft. Der gute Mann hat einen Tesla. Jetzt kommt aber noch der Witz dazu, der hat auch noch eine Triumph Rocket. Ich weiß nicht, ob der das Ding was sagt. 359 Kilo Lebengewicht, Motorrad und stellt sie in E-Rocket daneben. Also, ja, das heißt, wenn sie liegt, dann liegt sie, richtig? Wenn sie liegt, dann liegt sie. Ja. Das ist beim E-Rocket nicht so, das kriegst du noch wieder hoch. Okay, sehr schön. Genau. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg. Also ihr beide ja stellvertretend für mittlerweile, ich sag mal, ganz viele Gesellschafter, die jetzt im Hintergrund sind. Technisch, wie funktioniert das? Es gibt eine Plattform, wo ich das bestellen kann, die Aktie, wo ich auch vorher alles durchlesen muss, also alle Risiken und so weiter. Genau. Das ist hier drauf, also ag.erocket.de. Genau. Kann ich die, ich sag mal, gibt es da eine Urkunde, die ich kriege? Also ein physisches Stück? Ich kriege keine Urkunde, ich kriege eine richtige Aktie. Das heißt, ich benötige, was aber heute in Zeiten des Internets kein Problem mehr ist, ein Aktiendepot. Das kann ich, das ist auch erklärt auf der Seite, online eröffnen. Dann mache ich so ein Video-ID, was man heute oft macht, wo man da seinen Personalausweis in die Kamera hält. Dann dauert das ein paar Wochen. Das ist einfach der Bürokratie geschuldet. Und dann macht es in meinem Postfach meines Aktiendepots, wo ich vielleicht auch andere Aktien drin habe. Wir haben auch viele Leute, die das zum ersten Mal machen. Die beraten wir dann entsprechend und dann pieps. Da darf es auch das Aktiendepot der Sparkasse sein, das ich schon habe? In Deutschland haben wir fast keine Banken, die von uns, man nennt das tatsächlich in der Fachsprache, habe ich von den Banken gelernt, nicht beliefert werden können. Okay. Natürlich. Es muss eben die Sparkasse in Saarbrücken genau. Wahrscheinlich nehmen können. Es darf eben nicht die normale Kontonummer sein, sondern es muss die Nummer eines Aktiendepots sein. Mhm. Und die kann man direkt, wenn man keins besitzt, bei uns auf der Internetseite ag.erocket.de eröffnen, seinen Aktienwert eingeben zwischen 1.000 Euro und 25.000 Euro. Okay, das ist eine sehr nur, sehr es geht los bei 1.000. Ja. Bei 1.000 geht es los. Ich möchte viele, viele Menschen haben. Wir freuen uns nicht immer grundsätzlich, wenn es fürchterlich in der Kasse klingelt. Der Kleinaktionär ist für uns genauso wichtig wie der größere Aktionär. Ist keine Frage. Frage, was hast du für einen Firmenwagen? Im Moment habe ich, sagt man den Namen, ich habe einen kleinen Kombi-Hybrid. Ich fahre doch ein ganz kleines Fahrzeug. Also ist es so, die Gelder werden nicht verwendet, damit ihr irgendwelche teuren Urlaube kaufen könnt, teure Autos für euch selber, sondern es wird in die Entwicklung dieses Fahrzeuges, in die Finanzierung der Produktion, in die, ich sag mal, Automatisierung, in die, ich sag mal, du hast eben gesagt, Einkauf ist ganz wichtig. Ja, absolut. Also du kannst das auf einen ganz einfachen Punkt bringen. Es gibt Firmen, da fließt jeder Euro in die Schokolade und bei uns fließt jeder Euro ins E-Rocket. Da kannst du davon ausgehen. Einkaufen, produzieren, mehr Felgen, mehr Reifen, mehr Motoren, Preise besser kriegen. Schlussendlich unterm Strich Kunden glücklich machen, Aktionäre glücklich machen. Sehr schön. Ganz einfache Regel. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei E-Rocket in Brandenburg, korrekt? Wir sind also im Speckgürtel von Berlin, eigentlich genau an der Grenze, so kann man sagen, absolut, oder? Absolut, die Grenze ist hier ein paar Kilometer weiter. Ein paar Kilometer weiter, so ein bisschen wie das Werk von Cube, ist ja auch genau an der Grenze zwischen, glaube ich, Oberfranken und Unterfranken. Genau. So ist es und hier ist es genau zwischen Berlin und Brandenburg und ja, wenn man Lust hat, kann man hier vorbeikommen, auch mal Probe fahren gegen Vereinbarung? Absolut, Vereinbarung ist sogar ganz einfach, wir haben auf erocket.de einen Probefahrtenkalender, eben unter Probefahrten, wo ich direkt meinen Termin eingeben kann und mich zu einer Probefahrt registrieren kann und dann geht es schon los. Wir werden dann berichten, sobald wir das Fahrzeug kriegen. Was denkst du, wie lange wird es dauern, bis wir unseres kriegen? 4 Monate muss man im Moment rechnen. Auch bei uns geht diese ganze Lieferkettenmisere. August, September ist es. Und du hast mir ein spezielles personalisiert, da werden wir gleich mal drauf eingehen. Glaube ich, ein paar Sachen schon mal vorgesehen, wo du sagst, dann sieht das Ding geil aus. Weißt du, was ich gesagt habe? Mach mal, wie du denkst. Ja, das ist auch der Punkt. Ich glaube, ich habe ja deine Videos angeschaut und alles, was du so machst. Und ich glaube, ich habe mir mit Marco schon hingesetzt, wir finden ein Bike, wo du sagen willst, wow, so habe ich es mir vorgestellt und dann geht's los. Und ganz wichtig ist, wir bezahlen auch dafür, das muss man sagen. Also wir kriegen das Bike auch nicht geschenkt, das ist so. Und ich bin wirklich großer Fan, seit über 10 Jahren hat mich das so fasziniert. Muss aber dann dazu sagen, die Preise waren auch mal höher. Also das ist wesentlich höher, waren glaube ich fast doppelt so hoch, was man da hatte. Und mittlerweile also kriegt man, ich sag mal, im Moment noch für Roundabout 12. Ja. Das wird man sehen, vielleicht wird es ja noch günstiger, wenn, also ich sag mal, das Thema irgendwann kommt, vielleicht wird es ein bisschen teurer. Thema Lieferketten, klappt das bei euch? Nee, wir haben dasselbe Problem, wie die Automobilindustrie auch hat. Wir haben natürlich auch Lieferanten im asiatischen Bereich.
die im Moment durch den Lockdown einfach nicht produzieren können. Das heißt also, bei uns ist auch die Problematik, dass ich über Ersatzlieferanten im Moment gucken muss, dass ich wenigstens über kleine Chargen die Fahrzeugproduktion aufrechterhalten kann. So. Demnächst im Morillo bei uns im Heck zu sehen. Wir kriegen ja 9 Euro Cargo, da passt ihr auch rein. Ja. Und das wird, glaube ich, für einiges an Aufsehen auf irgendwelchen Stellen und Campingplätzen geben. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Vielen, vielen Dank. Und ich gucke nochmal ag.erocket.de. Ich schreibe es nochmal in die Beschreibung rein. Tschüss euch beiden.